Hallo, die Panik-News heute mit den Themen Zwergenaufstand, Wasserhahndiebe und Homo-Ehe in Irland. Kim Jong-un geht jetzt gerne mal an die Decke. So auch letztens auf der Schildkrötenfahrt Taedonggang in Pyongyang. Er bezeichnete das Management als unfähig, weil sie es nicht geschafft hatten, Hummer für die Partei von Kim Jong-un zu züchten. Dabei hatte Kim Jong-uns Vater, Kim Jong-il, erst 2011 die Farm besucht und sie gelobt und sie als Beweis angeführt, dass das Wort unmöglich im koreanischen Wortschatz gar nicht vorkommen würde. Außerdem bemängelte Kim Jong-un, dass die Farm seinem Vater nicht genug huldigen würde. Er sagte, es sei nur schwer nachzuvollziehen, dass die Farm nicht mehr einen Raum für die Huldigung der Revolution aufweisen würde. Und dass Führungskräfte, die die Heldentaten von seinem Vater nicht genug verinnerlicht hätten, ihre Chefposition nur schwer erfüllen könnten. Vergessen haben die Manager der Farm dabei auch sicher nicht, dass Kim Jong-un angeblich erst letztens seinen Verteidigungsminister Hyung Yang-choi hinrichten ließ. Der Grund für den Besuch waren die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum der Partei des koreanischen Diktators. Und so fragt er auch streng, was die Farm denn aufbringen könnte, um die Feierlichkeiten zu unterstützen. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr merken würdet, dass euch jemand den Wasserhahn, die Klobrille und den Klopapierhalter geklaut hätte? Ihr werdet verwundert? Verwundert waren wohl auch die Mitarbeiter des Innenministeriums, als sie bemerkten, dass eben genau diese Gegenstände im großen Stil aus den sanitären Einrichtungen des neu gebauten Innenministeriums in Berlin entwendet worden waren. Jetzt fragt man sich natürlich, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, Wasserhähne zu klauen? Aber halt, da war doch was. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich erst im März, als viele Wasserhähne aus dem in der Hauptstadt neu gebauten BND-Gebäude entwendet worden waren. Damals richteten die Diebe einen großen Wasserschaden an. Bei dem aktuellen Vorfall gingen 34 Strafanzeigen bei der Berliner Polizei ein. Ansonsten hatte die Aktion diesmal keine größeren Schäden verursacht. Wie er sicher schon mitbekommen hat, ist Irland das erste Land, das die Ehe für Schwulen und Lesben ermöglicht hat. Damit ist das Land das erste, was per Volksabstimmung die Homo-Ehe erlaubt hat. Das finden viele Leute jetzt sehr gut, außer natürlich mal wieder der Vatikan, denn die katholische Kirche wehrt sich mal wieder vehement mit Händen und Füßen gegen die Schwulen- und Lesben-Ehe. So sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, Moment, das muss ich kurz ablesen, ich bin sehr traurig über dieses Ergebnis, die Kirche muss diese Realität berücksichtigen, aber in dem Sinne ihre Verpflichtung zur Evangelisierung zu stärken. Ich glaube, man kann nicht nur von einer Niederlage der christlichen Prinzipien, sondern von einer Niederlage für die Menschheit sprechen. Viele Katholiken hoffen jetzt, dass sich Papst Franziskus über das Thema Homosexualität mehr öffnet, denn erst in seiner Amtszeit ist das Thema ja zum Gespräch geworden und konnte offen diskutiert werden. Ja, das war's dann auch schon wieder mit den Panik-News und ich hoffe, man sieht sich wieder. Ciao!